Das Komponieren muss man, hat man viele Ideen im Kopf und man muss halt die versuchen, die Idee festzuhalten und sich entscheiden, was mache ich. Also wenn du ein Buch schreibst, hast du ja auch, fängst du auch nicht unbedingt vorne an, ne? Also so mit der, sondern du hast so ein Grundkonzept und dann guckst du, ja, wie kann ich das alles zusammenbringen? So ist es bei der Musik eigentlich auch, ne? Die andere Art, also zu spielen oder Musik zu machen im Jazzbereich, ist das, dass man eben bekannte Stücke spielt, Standards in verschiedenen Besetzungen und so. Und da habe ich auch verschiedene Projekte. Also ich habe ein Duo mit zwei Gitarren, also mir und noch ein ehemaliger Schüler von mir spielt bei Duo Secco. Und da spielen wir dann ganz bekannte Jazznummern, sogenannte Standards, mit natürlich speziellen Arrangements für zwei Gitarren. Also einen ähnlichen Musikstil mache ich dann auch in größeren Besetzungen, also Quartett oder Quintett, je nachdem. Das Projekt Conjoint mit Karl Berger und David Mufang und Jamie Hodges. Da ist es auch so, dass man auf die Bühne geht und keine fertigen Stücke eigentlich mitbringt, sondern jeder hat einen Fundus von Ideen und man schaut, wie man die zusammen präsentiert. Beispielsweise, wenn man jetzt das klassische Solo anschaut, dann fängt mit einer geringen Dynamik an, geht auf den Höhepunkt und geht dann zum Beispiel ins Thema über. Ne? Also bei der Musik ist es oft so, dass es eben nicht so auf so ein Ziel hinläuft, eher so, dass es, du kommst in, wo rein wo, und ja, da war ich ja vorher gar nicht. Und man merkt erst plötzlich so, also, dass sich das Ganze ja verändert hat. Ich meine, das funktioniert natürlich nur dann, wenn man sich als Zuhörer auf die Musik auch einlässt. Also auch meine Stücke, wo ich Themen geschrieben habe, das sind eigentlich immer solche Themen, die nie technisch wirken, sondern das sind eigentlich immer so kleine Melodien, also so fast so in Richtung Kindermelodien, ja, aber halt so mit ein bisschen als Bogen. Es ist immer ein melodischer Bogen da. Und ich harmonisiere es ja auch gar nicht. Also ich spiele gar keine, zum Beispiel Harmonien drunter oder so, ne? So, oder selten jedenfalls. Und es ist halt toll, wenn man es dann so hinkriegt, dass man diesen Prozess auf die Bühne bringt. Also dass man das da versucht darzustellen und dass man daraus Musik, also selbst Musik macht. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, irgendwo zu spielen, aber es gibt keinen, also nicht wie das normal wäre, dass du irgendwo im Club spielst und dann halt eine Gage auch dafür kriegst, sondern du kannst in Heidelberg eigentlich nur umsonst spielen. Ne? Also es gibt Kneipen, natürlich kann man in jeder Kneipe, fast in jeder Kneipe Musik machen, aber es gibt keine Gagen. Ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber so das Einzige, wo das noch anders ist, ist eigentlich im DAI, im Jazzclub. Also nur die machen im Moment auch nur noch ein Konzert im Monat oder maximal zwei. Mit Enjoy Jazz ist es eben, es werden bekannte Leute geholt, aber halt auch bekannte Leute, die eben woanders in Deutschland oder in Europa eben halt auch geholt werden. Ja? Also man guckt einfach, wer ist an dem Abend günstig zu kriegen und wenn man sich umschaut in anderen Städten, läuft da auch im Prinzip kein anderes Programm. Ja?